Exklusive Umfrage hier bei uns. 93% sind der gleichen Meinung in diesem Land. Und nein, es ist nicht die Wahlbeteiligung. Nein, es ist auch nicht, dass unser Kanzler Scholz besser abtreten soll. 93% der Deutschen sind der Meinung, dass wir schwere Straftäter und Kriminelle auch nach Afghanistan und Syrien abschieben müssen. Damit herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Wir haben auch heute einen ehemaligen Außenminister dabei, der den Kanzler hier persönlich auffordert, aber der Reihe nach. Es geht hier um die Rückführung oder die sogenannte Remigration. Hier neben kleine Fotomontage, habe ich so im Netz gefunden, ist nicht von mir. Es geht um die massenhafte Rückführung von abgelehnten Asylbewerbern. Jetzt gibt es hier eine repräsentative Umfrage in Auftrag gegeben von Bild bei INSA. Und man hat den Menschen hier eine Frage gestellt, die relativ eindeutig ist. Welche afghanischen Asylbewerber sollten laut Ihrer Meinung nach Afghanistan abgeschoben werden? Und es gab eine Mehrheit von 93%, die sagen, Schwerkriminelle und terroristische Gefährder sollen wir nach Afghanistan abschieben. 3% sagt, niemand soll abgeschoben werden und das, obwohl die Grünen bei 14% in den Umfragen stehen. Das ist mal eine Klatsche und zwar eine Klatsche, die hört man überall in diesem Land. 4% machten hier keine Angaben. Dann gibt es aber noch eine weitere Mehrheit in diesem Land. 52% der Befragten sind der Meinung, dass alle Asylbewerber, deren Asylantrag abgelehnt wurde, abgeschoben werden sollen nach Afghanistan. Wir haben also die absolute Mehrheit in dieser Frage und mit 93%, da hätten wir ja sogar eine grundgesetzändernde Mehrheit in dieser Bevölkerung. Ob die Rufe hier dann endlich auch in Taten umgesetzt werden, wir können nur zweifeln aktuell. Die Innenministerin, sie will es. Der Bundeskanzler, der will es. Unsere Außenministerin, die will es nicht. Unsere Außenministerin ist diejenige, die kriminelles Hawala-Banking benutzt. Sie ist es gewesen, die trotz Sicherheitswarnungen des MAD ehemalige Ortskräfte nach Deutschland geflogen hat, ohne Sicherheitsüberprüfung etc. etc. Jetzt gibt es hier allerdings noch einen ehemaligen Außenminister der SPD. Nein, nicht Heiko Maas, es geht um Sigmar Gabriel, der ehemalige Bundesminister des Auswärtigen Sigmar Gabriel, inzwischen Lobbyist, möchte hier, und zwar, er dringt darauf, dass die Versprechungen schnell umgesetzt werden sollen und er fordert Olaf Scholz auf, persönlich mit der Taliban zu verhandeln. Das nenne ich mal eine Klatsche für Olaf. Von dem eigenen guten Parteifreund Sigmar Gabriel die Aufforderung zu erhalten, persönlich mit den Taliban zu verhandeln. Hier geht es jetzt gar nicht darum, ob die Taliban gar nicht mit Frau Baerbock verhandeln würden, weil sie eine Frau ist und die Islamisten Frauen verachten, oder ob es darum geht, dass der Kanzler hier Profil zeigen soll, damit die SPD nicht unter der 5%-Hürde verschwindet beim nächsten Mal. Wir können nur spekulieren, aber die Attacken auf unsere Regierung, auf unseren Kanzler, die sind inzwischen phänomenal. Dann gibt es hier noch etwas anderes, was auch interessant ist zu wissen. Und zwar die Airlines, die verdienen relativ gut an diesen Abschiebungen. 2021 hat alleine die deutsche Bundesregierung 206 Mal Massenabschiebungen über Charterflüge durchgeführt. Dafür beliefen sich die Kosten auf etwa 21 Millionen Euro. Also für die Airlines auch kein schlechtes Geschäft, mindestens mal kein Minusgeschäft. Sie lassen sich das hier fürstlich entlohnen. Flugzeuge gibt es in diesem Land mehr wie genug. Und wir haben eine 93-prozentige Mehrheit, um schwere Straftäter und terroristische Gefährder hier abzuschieben. Schwerstkriminelle sind leider keine Messerstecher, leider keine Vergewaltiger. Es sind hier nur Mörder, Totschläger und eben Terroristen, beziehungsweise terroristische Gefährder. Dabei gäbe es viel mehr in diesem Land nach Hause zu schicken. Ihr seht es in der Umfrage, 52% der Bevölkerung sind der Auffassung, alle abgelehnten Asylbewerber müssen nach Afghanistan auch abgeschoben werden. Und dieses Sandkastenspiel hier, ja, wie haben Sie gesagt, Frau Baerbock, die Regierung in Afghanistan, die Taliban, wird von keinem Staat auf dieser Welt anerkannt. Und da sollten sich alle mal an die eigene Nase fassen und sich was schämen. Ja? 20 Jahre lang Krieg führen in diesem Land, am Hindukusch einen Soldaten nach dem anderen verheizen, um dann erfolglos wieder abzuziehen aus diesem Land
Und danach zu behaupten, egal wer in diesem Land jetzt die Regierung ist, wir möchten damit nichts zu tun haben. So geht keine Außenpolitik. Sigmar Gabriel hat es hier erkannt und er möchte den Ball gar nicht Frau Annalena Baerbock zuspielen. Die hat sowieso schon gesagt, mit den Taliban möchte sie nicht reden. Sie will wahrscheinlich wieder lieber auf die Fidschis fliegen und von irgendwelchen Hochwassern fabulieren, die es da zurzeit gar nicht gegeben hat. Aber wir können nur gespannt warten auf die Ergebnisse, die heute noch eintrudeln. Ich glaube, Deutschland hat den Intelligenztest heute nicht bestanden und wir sind wieder durchgefallen. Bestimmt wählen sie heute wieder Krieg und mehr Flüchtlinge, aber sie können ja nicht mal das Gedenken an Ruven L. in Anstand und Würde feiern. Nein, sie lassen einen Imam der DITIB-Moschee, hier oben, dafür predigen, ja, wie man einen toten Polizisten nachträglich noch so verhöhnen kann. Das schaffen nur hier die demokratischen Fraktionen. Es geht hier ihnen niemals um die Sache, niemals um die Bevölkerung. Politik ist das Geschäft der dreckigen Wäsche und es wird Zeit, dass wir die Wäsche von Annalena Baerbock waschen, damit sie nichts mehr zu lachen hat. Denn ihre Politik schadet dem Land, sie gefährdet die innere Sicherheit und sie gefährdet vor allem den inneren Frieden in der Bundesrepublik. Und da wird's gefährlich. Aber die Grünen sind schon immer gefährlich gewesen. Wer hat den ersten Angriffskrieg dieser Bundesrepublik mitgemacht? Es waren die Grün-Roten, natürlich immer wieder die gleichen. Immer wieder die Sozialdemokraten am Ende, die uns auch verraten haben. Jetzt haben sie die Grünen dabei, die FDP, die ist dann beim nächsten Mal weg vom Fenster. 5% kriegen sie nie wieder, nie wieder. Wer so die Leute verraten hat, tut mir leid. Herr Lindner, Sie können ja schon mal für die nächsten Grußworte bei der BB-Bank einen Termin festlegen und sich fürstlich dafür entlohnen lassen. Ich bin gespannt auf deine Meinung. Gehörst du auch zu den 93%, die sagen, Schwerstkriminelle gehören abgeschoben? Oder gehörst du zu den 52%, die sagen, nur abgelehnte Asylbewerber bzw. alle abgelehnten Bewerber sollen abgeschoben werden? Wir reden hier entweder über mehrere hundert bis wenige tausend Menschen oder über zehntausende Menschen. Nicht vergessen, über 200.000 sind offiziell anerkannte Flüchtlinge, auch mit Aufenthaltspapieren in unserem Land. An die können wir so schnell erstmal gar nicht rangehen. Wir müssen erstmal an die rangehen, die gar keine Aufenthaltsgenehmigung haben, die nur geduldet werden, die quasi sofort ausreisepflichtig erklärt werden können. Schreib mir deine Meinung unbedingt unter dieses Video. Es ist ein spannendes Thema, es ist auch ein spannender Tag heute. Wie siehst du die Aussage von Sigmar Gabriel? Will er Olaf Scholz hier einfach nur den Steigbügelhalter geben, damit er sich profilieren kann in dieser Frage? Oder denkst du, er hat Annalena Baerbock in der Pfeife geraucht, wie man so schön sagt? Schreib mir einen Kommentar und abonniere diesen Kanal, dann verpasst du keines meiner Videos mehr. Und abonniere auch meinen Telegram-Kanal, dann verpasst du keine Push-Benachrichtigung für ein neues Video.